Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von 7 Days to Die im Together mit Tried LP und Darkest Play. Hallo Freunde. Und wir spielen heute den Horde-Modus mal wieder. Ich habe Fackeln und... Oh, konkret. Ganz viel konkret. Konkret, ich habe so viel Scrap-Metal schon gefunden hier. Wir müssen uns ja irgendwas bauen, damit wir sicher sind. Oder sollen wir uns irgendwie... Ich habe eine Pumpgun. Ich habe Pumpgun. Ich habe eine Axt. Was brauche ich auch noch? Also ich würde sagen, wir verstecken uns in der ersten Nacht erstmal oben. Killer. Also wir haben ein bisschen was an den Einstellungen auf jeden Fall gemacht. Wir haben einen Tagesrhythmus oder Zyklus von 10 Minuten. Das heißt, der Tag geht 5 Minuten, die Nacht geht 5 Minuten. Wir haben die Schwierigkeit gerade höher gestellt. Schwierigkeit gerade höher gestellt. Alter? Das Alter, genau. Das Alter hast du vergessen. Genau. Alter Digga. Wir spielen jetzt auf Stufe 3 von 5. Ui, hier ist auch noch was. Hier ist ganz viel Eisen. Sehr schön. Ich habe schon... Waffen habe ich auf jeden Fall schon am Start. Okay. Ich habe alles. Ich habe Pickaxe, Axt. Ach, die Scheiße brauche ich eigentlich gar nicht hier. Hast du schon alles? Ja, Ich könnte uns ein schönes... Haus am Meer bauen. Also ich fäll den ersten Baum schon mal für Holz. Ach du heiliges Kanonenrohr. Was denn? Holz brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch, für Stöcke und sowas, oder? Ich mache mir jetzt erstmal... Und dann können wir uns irgendwo auf dem Dach oben vielleicht noch eine Hütte bauen oder sowas. Ich mache mir jetzt erstmal... Hui, das mache ich mir. Genau das mache ich mir. Essen bräuchten wir noch. Essen wäre ganz gut. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich mache jetzt aber gerade ein paar Metal Trussies. Die können immer gut helfen. Okay. Da, Metal Trussies. Zack. Okay, ich habe einmal keine... Can of Ham wollte ich sagen. Ich habe Chili aber. Chili? Oh, da ist ein Essenssupply. Okay, da ist jede Menge. Das reicht für die erste Nacht. Genug Wasser, genug Essen. Okay, das ist super. Ich habe nämlich noch zwei Chili. So, wir haben nämlich auch schon 15 Uhr. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch schon irgendwo verbarrikadieren. Ich hab 315 Metal Trussies. Das müssen wir überleben. Willst du uns was bauen hier? Wie sollen wir denn bauen? Einfach ich so. Ich weiß es nicht. Wir können uns einfach hier eine Hütte am Boden bauen irgendwie. Komm, lass mal ein paar fallen, die Hälfte oder so. Dann also, sollen wir auf die Straße gehen? Können wir machen. Lass lieber auf die Straße gehen, ich glaube, das ist besser. Weil wir haben schon 15 Uhr, das heißt, wir müssen uns echt beeilen. Willst du noch ein paar fallen lassen, dann kann ich dir helfen. Warte, da muss ich kurz einmal... Scheiße! Och, ich kann uns eine Scrap Metal Door bauen. Ja? Ja, warte, ich geb dir jetzt mal... Boah, das ist doof. Ich kann die nicht, Stacks nicht wegmachen. Jetzt hast du erstmal... Hier hast du erstmal 64. Ja, das reicht mir erstmal. Müsste erstmal... Okay. Jo. Hier in die Richtung des Haus? Ach, ich renne die ganze Zeit gebückt rum. Ja, in die Richtung des Haus hier? Oder welche Richtung hast du angedacht? Eigentlich so. Okay. Machen wir ein bisschen größer. Ist immer ein schönes Haus. Ist sehr... Wahrscheinlich sehr windig drin. Auf jeden Fall. So, noch ein Block, oder? Scheiße, so. Ich glaube, das Auto ist... Nicht im... Doch, das Auto ist im... Ach, ein Baum. Bauen wir einfach... Da kommt hier so eine... Ja, ist eh kacke, wenn das Auto explodiert. Ne, egal. So. Die Metal Trusts, die müssen das ja eigentlich aushalten. Das reicht. Und jetzt bauen wir nach oben, gucken wir, wie wir oben schon haben. Oh. So. Und so, und so, und so. Denk an den Eingang noch. Welchen Eingang? Brauch eine Tür. Ja, okay. Hast du eine Tür am Start? Ich nicht. Ja, ich habe eine Tür. Wir machen die vorne beim Auto, die Tür da. Boah, ist das hier kompliziert mit den Metal-Dingern. Boah, das ist so eklig, dass man die ganze Zeit die Dings sieht, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Das wurde auch von vielen schon bemängelt. Also bin ich die Einzigsten? Nee, viele haben gesagt, finden sie voll kacke, ey. Gut, das ist doch schon mal sehr schön, dass wir nicht die Einzigsten sind und dass sich auch andere... Genau, wir bauen die Tür auf dem Auto. Das ist auch mal was Schönes. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber wir machen das halt. Oh, es wird dunkel. Dunkels. Wo hast du die jetzt angedacht? Ich baue die Tür hier. Da. Wo ist denn deine Tür? Ja, da baue ich sie rein. Achso, also kann ich jetzt hier quasi ein Dach drauf machen. Ja. Oh, es wird dunkel, es wird dunkel. Ich kann die Tür nicht bauen. Hast du Fackeln? Nö. Okay, ich hab welche. Ich kann die Tür nicht bauen, das heißt, wir machen hier zu. Hilf mir.
Komm rein. Das Dach ist noch nicht zu. Das kannst du von unten machen. Sehr geil. Und wir können nach unten rausbauen dann. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Ich mache erstmal Fackeln. Ja, ich mache auch Fackeln. Ich habe 4 Stück, habe ich am Start nur. Ich kann mehr bauen. Ne, ich kann auch nur 4 bauen dann nochmal. Oh! 16 habe ich. Lass mal ein bisschen Licht Fackeln hier in die Bude bringen. So. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir bauen. Oh, das ist ein Lochli. Da ist ein Lochli. Wo ist ein Lochli? Da ist ein Lochli. Da ist ein Lochli. Ein Lochli. Wir sind da, um Löcher zu. Geil. Gut, dass man da durchschießen kann durch die Hütte. Ja. Halt du uns die Zombies fern, ich baue uns nach unten den Ausgang. Okay, ich versuche mein Bestes. Ich habe aber auch nicht unendlich Munition. Ja, guck einfach nur die böse aussehen. Die nicht böse aussehen, draußen nicht angreifen. Die sind alle böse aus, die sind alle hässlich. Ach, sei nicht so gemein, die sehen nicht alle böse aus. Ach, Hundi! Auch ein Hundi lassen wir rein, oder? Die schreien ganz schön laut. Ja? Dann laufen wir nicht rein. Wo kommen die eigentlich alle her? Hast du vielleicht noch ein Eisen oder so? Ich habe alle Eisens für Metal Trussies, glaube ich, so, rausgehauen, okay. Oder? Ich guck mal. Ne, ich habe keins mehr. Okay. So, hier bauen wir uns den Ausgang hin. War gut, dass die Metal Trussies so viel halten. Ja. Oh, ich darf nur nicht auf das Auto schießen, sonst habe ich Karte mit Arsch. Karte mit Arsch. Karte mit Arsch, ganz große. Und die müssen sowas machen wie in Minecraft, dass du einfach so ziehen kannst, weißt du, um im Inventar so zu bauen. Obwohl, wenn du es erstmal gebaut hast, brauchst du einfach nur klicken, das ist ja auch ganz praktisch eigentlich. Mhm. Aber fürs erste Mal ist es halt blöd. Ich glaube, die Zombies, die haben aufgegeben. Ja, wir haben ja auch 1 Uhr. Ich glaube, um 2 Uhr geht es nochmal runter, oder wie war das? Ja, neue Horde. Siehst du, was wir alles wissen. Oh, jetzt baue ich gleich die Leiter, aber ich bin voll der Held. Oh oh. Okay, so geht das nicht. Okay, okay, okay. Wo bleibt ihr Zombies? Wo bleibt ihr? Dung, 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 dung. Da ist eine Leiter. Die will ich können lecken. Hunde! Hässliche Zombies! Dung, boah, der hätte mich gerade fast durch Metal Trussy geschlagen, das scheiß Vieh. Der Arsch. Da ist eine Leiter. Oh, oh, hier geht gleich ein Metal Trussy drauf. Echt? Ja, eins. Ist leicht beschädigt. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Hä? Ach so, da fehlt mir. So, bauen wir nach Dach. Nach da. Bauen nach da unten. Der macht da schöne Sachen da unten. Yay, ich baue mal wieder einen Tunnel, das kann nur so gut. Das kann doch jetzt nicht gewesen sein, also das kann jetzt nicht alles gewesen sein mit Horden technisch. Boah, ich treffe den komischen dieser Backzombie. Sehr schön. Guck mal, der ist ein bisschen psychisch gestört, der Zombie, der springt ein bisschen. Das ist der Jumper. Oh, dann wäre der hier aber schon drin, wenn er ein Jumper wäre. So, und wie bauen wir jetzt unseren Eingang dann zu unserem coolen Haus hier? Meinst du, das Ding ist sicher gegen Blitzschläger? Nee. Das ist, oh, wir haben 6:30 Uhr, das heißt... Das ist ja fast, das ist ja fast wie ein Faradayscher Käfig hier. Jetzt muss man nur noch wissen, was ein Faradayscher Käfig ist. Weißt du nicht, was ein Faradayscher Käfig ist? Nein. Ein Auto nennt man einen Faradayschen Käfig. Wo sagt man denn sowas? Hat mein Vater immer gesagt. Ach so. Ne, das beim Blitzanschlag, das heißt beim Gewitter oder so, ist der sicherste Platz das Auto. Ja, das kenne ich auch. Ja, und das nennt sich Faradayscher Käfig oder irgendwie so. Ach, okay. Ja. Ich folge dir mal. Jo. Mach das. Knackiger Hintern. Was war das? Die Supplies, die wir einsammeln müssen. Die wir gleich nicht mehr. Ja. Was, ja, oben fällt ein bisschen immer ein, alles. Oh, das ist ja wundervoll. Hast du dich jetzt gerade mit einer Fackel erschlagen? Ja, glaube ich schon. Das sah sehr amüsant aus. Warum leuchten deine Augen eigentlich so rot? Guck ich mal an. Warum hält die Fackel nicht? Du Dämon.
So, jetzt hält's. Bis ich hier oben bin, ist die Nacht fast rum. Ist der Tag fast rum. So. Oh, ich muss noch mehr Leather bauen. Der Leather. Der Leatherman. Leatherman? Ja. So, mehr Leitern habe ich nicht. Aber es reicht auch. Ja, es reicht. So, wie sieht's aus hier? Ah, hier sind wir. Schöner Käfig. Mhm, finde ich auch. So, Kisten sammeln. Ich werde jetzt mal die vorne hier schnappen. Die Supply. Was sind da eigentlich in der Mitte? So, dieser, ich habe eine Rocket, noch eine Pumpgun. Dieser komische gelbe Kreis hier, wo ich stehe. Hat er was Besonderes? Ich glaube, das heißt, da spawnen die Zombies oder so. Ach so. Geil. Da vorne sind auch noch zwei Kisten. Jo, ich nehme die linke. Ach, da sind drei. Ich habe eine Werkzeugkiste. Ich auch. 10 Iron, 3 Fackeln. Holz, 3 Fackeln, Iron und Konkret. Was haben wir hier? Bäume. Toll, da hätte ich ja gar keinen Baum fällen müssen hier. Okay. Auto. Ein bisschen was. So, was bauen wir uns denn jetzt hier? Ich guck mal gerade, sind hier noch Supply-Kisten? Nee. Da kommen jetzt noch welche, oder? Ja, Flug. Ein Flugzeug. Da kommt sie. Map. Hinten. Kann man die runterschießen? Nein, kann man nicht. Hätte ja klappen können. Bumm, kaputt. Das war weh, du landest jetzt auf der Laterne. Dann mache ich dich fertig, du Scheiße. Kann man davon erschlagen werden? Oh, ich bin im Loch gefallen. Ich glaube ja. Okay, dann teste ich. Ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht ausprobieren. Könnte schmerzhaft für dich ausgehen, aber naja. Wie die Situation mit dem Baum? Ich habe einen Rocket Launcher und 4 Raketen. Ich habe einen Rocket Launcher und 4 Raketen. Hast du auch? Ja, und eine Armbrust mit 40 Pfeilen. Geil. Und ich habe hier 24 Eisen. Und 5 Konkret. Ich baue uns jetzt noch einen Turm. Aus Konkret. Oben drauf, unsere Bude. Ja, genau. Gut. Ein Dürmchen. Dürmchen. Die Frage ist, wie wir unseren Eingang jetzt schützen. Sollen wir unseren Eingang schon mit einem Turm schützen? Leiter hoch, Leiter runter. Eingang, Turm? Wie meinst du das jetzt? Hier um diesen Eingang. Sollen wir da hier noch so einen Turm rumbauen? Dass man erstmal ganz hochklettern muss, bevor man ganz runter die Leiter muss. Ja, das machen wir. Ich wollte jetzt so hier so rum, meinst du, ne? Ja. Ich glaube, dafür habe ich viel zu wenig Konkret. Kommst du nicht einmal rum? So. Ich habe noch 3. Das ist ja eigentlich da. So, jetzt habe ich alles. Und jetzt bauen wir hier oben drauf noch Metal Trussings, oder? Ja, wir machen jetzt einfach den Turm der Türme. Genau. Gucken, ob der hält. Boah, scheiße, du dreckiger Drecks-Metal-Trussy-Ding. Das Coole ist, hier gehen eigentlich einem nie die Rohstoffe aus, weil immer wieder Kisten kommen. Ja. Geil. Geiler Shit, ja. Konkret krasser Shit, Alter. Ne, konkret haben wir keine mehr. Wir haben nur noch Metal-Trussys. Ach so, okay. Boah, das ist so ekelhaft, ne? Ich weiß nicht, worauf ich bauen kann. Warte mal. Metal Trussings, da. Die Dinger, die setzen sich wie... Keine Ahnung was, wie... Gibt's kein Wort für. Muss erst erfunden werden. wo waren jetzt Metal Trussings da? Wenn sie rund sind, ist... Ach, wenn sie eckig sind, ist es wenigstens schön, aber... Das Geile ist wirklich, wenn man viele Metal Trussings baut, dann hängt das Spiel ein bisschen, oder? Ja. Geil. Metal Trussings sind sehr serverlastig. Ja, auf jeden Fall. Hat man ja gesehen. Bei meinem super Server Crash. Aber komischerweise habe ich hier mal wenigstens konstante 60 FPS. Ich habe 30, aber ich nehme nur auf 30 auf. Ich auch. Und trotzdem hast du 60? Ja, jetzt auch nicht mehr. War nur ein Anzeigerbug. Jetzt habe ich auch wieder 30. So, ich glaube, ich muss jetzt mal... Jetzt wieder hoch auf 60. Die Frage ist, ob wir jetzt von hier oben schaffen, ordentliche Leitern zu bauen, ohne runterzufallen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir oben... Risiko. Ladder. 12 reichen nicht. Krass, ich sehe nichts mehr. Geil. Ach, Schapernstick brauche ich doch gar nicht. Der Schapern und der Stick. Jetzt habe ich mich auch noch verbaut. Ist dein Leben verbaut? Scheiße. Ja, schon wieder. Schon wieder?